Dann setzen wir fort mit der Lesung heute aus Jesaja 2, die Verse 6 bis 21. Jesaja 2, 6 bis 21. Ein ernstes Mahnwort Gottes über das kommende Gericht Gottes, über allen Hochmut und Götzendienst, wie die Schlachter 2000 diesen Abschnitt übersetzt. Es ist der große Tag des Herrn der Heerscharen, den wir heute schon anfangen zu kommen sehen, sehr deutlich. Jesaja 2, 6 bis 21. Denn du hast ein Volk verstoßen, das Haus Jakobs, denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter wie die Philister, und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet. Ihr Land ist voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen, und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an, und das, was ihre Finger gemacht haben. Werden wir übrigens nachher genauso auch in Offenbarung 9 lesen. Das Werk ihrer Hände beten sie an, die Götzen. Da beugt sich der Herr vor den Götzen, der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann, deshalb vergib es ihnen nicht. Vergib es ihnen nicht. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Jener Tag ist immer der Tag des Herrn. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons, über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber allein wird erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. Haben wir bei den Siegelgerichten schon gehört, dass sie sich in den Felsen quasi und in den Erdlöchern verkriechen, aus Furcht vor dem Zorn des Lammes. Weiter Vers 20, an jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Soweit, wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dich, den Schöpfer Himmels und der Erde, loben und preisen dürfen, auch in diesen irren, finsteren und bösen Tagen. Und dass doch mitten in all dieser Finsternis das Licht deiner Liebe immer noch nahe ist, dass es uns von allen Seiten umgibt und diese Finsternis denen erhält, die zu dir gehören, die dir nachfolgen, die wissen, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind und die den Tag deiner Wiederkunft entgegengehen. Und so bitten wir dich, dass du diese Zeit, wo es noch nicht Nacht geworden ist, aber wo wir sehen können, wie der Tag entfleucht, dass wir diese Zeit noch nutzen, mutig zu bekennen, uns zu dir zu stellen, die Wahrheit zu sagen, bei der Lüge und beim Bösen nicht mitzumachen. Und dass du noch viele Menschen zur Umkehr rufst und dass du ihnen Mut machst, sich zu dir zu bekennen und dem Bösen zu widerstehen. Und so lege du nun deinen Segen auf alle, die hier sind, auch auf diejenigen zu Hause und alle, die mit uns versammelt sind, um dich zu ehren und auf dein Wort zu hören. Amen. Nehmt gerne Platz. Und wir kommen zum Predigttext für den heutigen Sonntag
Offenbarung 9, die Verse 13 bis 21. Offenbarung 9, 13 bis 21. Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000, und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänzen gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen überall in Deutschland und wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir kommen heute zur zweiten Wehe, dem sechsten Posaunengericht der Offenbarung, und haben in den ersten beiden Versen dieses Abschnitt, Vers 13 und 14, gelesen: Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen. Merkwürdig ist, dass Johannes hier, was dem deutschen Text nicht zu entnehmen ist, ausdrücklich das Zahlwort 1 verwendet. Es steht hier also nicht der unbestimmte Artikel, eine, im Sinne von irgendeiner Stimme, sondern das Zahlwort 1, eine einzige Stimme. Interessanterweise gehen die meisten Ausleger, also alle, die ich in der Kürze noch gelesen habe, gar keiner auf diese Tatsache ein. Ich vermute, es unterstreicht die Autorität dieser einen Stimme. Es ist kein Stimmengewirr von möglicherweise widerstreitenden Meinungen. Es herrscht keine Uneinigkeit am himmlischen Thron. Der Befehl ergeht in glasklarer Eindeutigkeit. Es muss ja einen Sinn haben, warum Gottes Wort hier ausdrücklich das Zahlwort verwendet. Hier am Thron Gottes, am Thron der Macht, wird mit einer Stimme gesprochen. Ganz gleich, ob der Befehl vom himmlischen Vater, vom Lamm auf dem Thron oder einem der vier Wesen, die am Thron sind, erteilt oder weitergegeben wird. Ob es Gott selbst ist, dessen Stimme hier aus den vier Hörnern des Räucheraltars zu vernehmen ist, oder eines der vier Wesen, spielt der Sache nach keine Rolle. In jedem Falle ist der allmächtige Gott, das Lamm auf dem Thron, der Initiator des Geschehens. Diese eine Stimme erklingt aus dem Räucheraltar, der vor dem Thron Gottes ist, so wie der Räucheraltar ja auch in der Stiftshütte im Tempel unmittelbar vor dem Vorhang steht, der das Allerheiligste vom übrigen Tempelgebäude, vom Tempelraum abtrennt. Das ist der Altar, auf dem auch die Gebete der Heiligen dargebracht wurden. Und von genau diesem Altar geht nun ganz unmittelbar dieses sechste Posaunengericht aus. Wir sehen erneut, wie die Gebete der Heiligen
unmittelbar am Gericht Gottes über die gottlose Menschheit der Endzeit mitwirken. Das ist damit immer wieder auch ausgesagt. Und auch unsere Gebete sind da ja mit dabei. Unsere Gebete bewirken etwas. Immer wieder auch in diesen Tagen, die menschlich so trostlos scheinen und wo unsere Macht so hilflos scheint. Aber wir sind keine Fatalisten. Wir wissen, dass unsere Gebete bei Gott gehört werden, dass sie mitwirken. Und deshalb beten wir ja auch weiter, dass diese Zeit des Bösen und diese Macht des Bösen so weit wie irgend möglich eingegrenzt wird vom Herrn. Und er ihr nur das absolute Minimum zulässt, was nach seinem heiligen Ratschluss überhaupt sein muss. Und dass er auf der anderen Seite sein Kommen möglichst beschleunigt, um diesem Irrsinn auch möglichst bald wieder ein völliges Ende zu setzen. Und dass er im Prinzip schon unterwegs ist, haben wir auch in der Lesung gehört. Im Grunde hat er sich schon aufgemacht für diesen Tag. Aus den vier Hörnern dieses Räucheraltars ergeht die Stimme. Die Hörner sind Symbole der Herrschaft und der Macht. Und die Zahl 4 ist ja die Zahl der Schöpfung, die vier Enden der Erde, die vier Winde und so weiter, von denen die Bibel spricht. Es zeigt eben auch, dass Gott der Herr ist über alles Geschehen auf dieser Welt, über die ganze Schöpfung. Auch wenn er oben im Himmel thront, geschieht hier unten nichts ohne seinen Willen. Und die Stimme gebietet dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die an dem großen Euphrat gebunden sind. Bei der fünften Posaune, dem ersten Wehe, bekam ein gefallener Engel den Schlüssel, um den Abyssos zu öffnen. Hier bekommt einer der sieben Erzengel, welche die Gerichtsposaunen blasen, den Auftrag, vier andere Engel loszubinden. Diese vier Engel sind wörtlich eigentlich auf dem großen Strom Euphrat festgebunden. Die verwendete griechische Präposition epi kann die Bedeutung von gegen schon beinhalten. Das ist auch interessant. Das heißt, sie kann schon die Aussage enthalten, dass diese vier Engel ganz bewusst gegen ein bestimmtes Ziel in Stellung gebracht wurden von Anfang an. Sie haben immer schon eine Gegnerschaft in sich. Noch sind diese vier Engel auf dem Euphrat gebunden. Wir sehen ähnlich wie beim vorherigen Gericht, das Geschehen als solches ist schon lange vorbereitet. So wie die Dämonen im Abgrund schon lange auf ihren Auftritt warten, aber nicht können, weil der Abyssos noch verschlossen ist, so auch diese vier Engel, sie sind bereit, aber noch gebunden. Noch können sie nicht, noch haben sie keine Vollmacht und keine Freiheit zu handeln. Aber die erhalten sie jetzt. Die Frage ist, wie ist das gebunden zu verstehen? Wertneutral in dem Sinne, dass diese Engel einfach noch nicht aktiv werden dürfen, bis sie gelöst werden? Oder sind auch das gefallene Engelsfürsten, die nicht in den Abyssos verbannt waren, sondern am Euphrat festgebunden waren, um hier auf ihren Auftritt zu warten? Ich persönlich neige zur zweiten Deutung. Die Engel Gottes dürften kaum gebunden sein und müssen auch nicht gelöst werden. Ich gehe davon aus, dass es sich eindeutig um Dämonenfürsten handelt, die hier gebunden sind. Diese vier Engel sind, das sieht Walwort genauso, habe ich heute Morgen noch kurz gelesen, diese vier Engel sind nicht identisch mit den vier Engeln von Offenbarung 7,1, was manche Ausleger meinen, denn ich denke, es kann deshalb nicht sein, die vier Engel von Kapitel 7,1 sind erstens nicht gebunden und zweitens stehen sie nicht am Euphrat, sondern an den vier Enden der Erde. Das ist schon was anderes. Und da müssen wir schon an dem bleiben, was Gottes Wort sagt, und nicht, weil es beide Male vier Engel sind, schon annehmen, dass es dieselben vier wären. Nun werden diese vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden. Liebe Geschwister, es ist schon beeindruckend und immer wieder auch ein ganz, 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 ganz großer Trost in diesen Tagen. Auf die Stunde genau
geschieht alles so, wie es Gott in seinem Zeitplan im Blick hat. Und da kommt keine Sekunde zu früh oder zu spät irgendwas. Auch er kommt keine Sekunde zu spät. Schon beeindruckend, wie über die Jahrtausende hinweg diese Engel da stehen und gebunden sind, bis auf den Augenblick, an dem vom himmlischen Thron der Befehl geht, sie zu lösen. Gott hat alles total im Griff, auch heute. Auch wenn die Mächte der Finsternis dann in Panik geraten, wie wir es im Moment erleben, und versuchen mit noch mehr Terror, mit noch mehr Gewalt die Menschheit zu schrecken und zu plagen. Letztlich sind es hilflose Zwerge vor dem Allmächtigen, die sich hier so mächtig versuchen zu gebärden. Halten wir uns das immer vor Augen. Und das ist ja auch das ganze Ziel der Offenbarung, diese Größenverhältnisse und diese wahren Machtverhältnisse uns vor Augen zu stellen. Lassen wir uns von diesen Möchtegern-Riesen, von diesen Scheinriesen, die in Wirklichkeit doch nur Zwerge sind, nicht beeindrucken, sondern lassen wir uns beeindrucken, einzig und allein vom allmächtigen Gott. Weder die scheidende Gestalt des Schreckens noch kommende Gestalten wie Scholz, Baerbock und Co. bestimmen das Geschehen tatsächlich. Auch nicht die viel Mächtigeren, die hinter Bill Gates, George Soros und Co. stehen. Allein der Allmächtige. Nun, wir haben in der Lesung von Jesaja 2 ja gehört vom kommenden Tag des Herrn der Heerscharen, wenn er sich aufmacht, um all diese Stolzen und Hochmütigen und Scheinriesen zu demütigen und auf die Größe zurückzustauchen, die sie tatsächlich haben. Und dann reden wir von Millimetern, wenn überhaupt. Und es geschieht schon ganz konkret in unseren Tagen. Wir erleben nur das letzte Aufbäumen dieser Macht der Finsternis. Seit wann diese Engel bereitstehen, ist nicht die Frage. Entscheidend ist, dass sie bereitstehen und keine Sekunde zu früh losschlagen können. Immer wieder mit bestechender Klarheit wird deutlich, wie sehr Gott das Geschehen bestimmt. Selbst da, wo die eigentlichen Akteure dämonische Mächte sind. Ich denke, wir sehen auch hier ganz klar wieder diese Handlungshierarchien. Ganz oben in jedem Falle immer der Allmächtige auf dem Thron, das Lamm. Und dann kann der Befehl von ihm direkt an irgendwelche gefallenen Engel oder noch an göttliche Engel dazwischen gehen. So geht dann die Kette nach unten. Und bevor diese Ereigniskette die sichtbare Welt erreicht, ist in der Regel, sind die gebundenen Engel dazwischen geschaltet, die Dämonenheere oder was auch immer. Dieses ganze Böse, was sich hier entwickelt, hat seine Zwischenautorität und seine vordergründige Ursache in der Macht der Finsternis. Und erst am Schluss treten dann eigentlich diese irdischen Gestalten in Erscheinung und in Aktion. Aber das sind nicht die Urheber. Das dürfen wir nie verwechseln. Das sind nicht die Urheber, das sind alles nur Instrumente, missbrauchte Werkzeuge, die deshalb nicht entschuldet sind. Sie lassen sich missbrauchen, aber sind nur Werkzeuge, nicht Urheber. Der Herr ist immer der, der im Hintergrund alle Fäden in der Hand hält. Nun haben diese vier Engel einen schrecklichen Auftrag, nämlich den dritten Teil der Menschen zu töten. Wieder trifft die Plage den dritten Teil des ins Visier genommenen Ziels. Das ist hier so ein roter Faden bei den Posaunengerichten. Das Gericht Gottes hat zunächst den Menschen zunehmend eingekesselt, eingekreist. Wir erinnern uns zurück, erste Posaune vernichtete ein Drittel der Bäume und alles Gras, alles grüne Kraut. Zweite Posaune, ein Drittel der Meere und der Schifffahrt, Lebensmittel und so weiter. Das, was wir heute erleben, liebe Geschwister, es ist atemberaubend, was ich in den Abkündigungen gesagt habe. Lieferengpässe, Nahrungsmittelengpässe und so weiter. Das, was hier in den Posaunengerichten angekündigt wird, das vollzieht sich bereits ganz glasklar vor unseren Augen. Auch wenn es, ich vermute, noch nicht genau das ist, was die Posaunengerichte meinen, aber wir erleben es bereits, was da passiert. Ein Drittel dann des Süßwassers, ein Drittel der Sonne, die vierte Posaune und des Mondes und der Sterne, fünfte Posaune, bringt dämonische Qual
über die Nichtversiegelten aber keinen Tod, jetzt wird es ganz nah an den Menschen heran. Vorher war es sein Umfeld, das ihn auch mit betrifft und wohl auch schon viele tötet, aber indirekt. Jetzt geht es ab der fünften Posaune direkt an den Menschen, erst quälend, zerrüttend, zermürbend, dann mit der sechsten Posaune der Tod. Ich kann hier Fritz Grünzweig, sonst ein guter Ausleger des Wortes Gottes, nicht zustimmen. Viele neigen zu viel geistlicher Übertragung und Vergeistlichung. Der sieht den Tod vor allem als geistlich-geistlichen Vorgang, sehe ich überhaupt nicht. Der würde erst am großen Tag des Weltgerichts offenbar. Hier geht es um den physischen Tod, der jetzt vollstreckt wird an einem Drittel der Menschheit. Dabei töten die vier losgebundenen Engel nicht selbst. Sie sind vielmehr der Katalysator für den Auftritt eines gewaltigen Heeres. Also im Grunde stehen diese vier gebundenen Engel letztlich auch nur da, um nochmal deutlich zu machen, dass es letztlich dämonische Mächte sind, die das vollends initiieren, was passiert, aber sie sind es nicht selber. Die eigentliche, der Tod geht von einem Reiter hier aus, erinnert etwas an die Heuschreckendämonen vom vorherigen Abschnitt. Bezüglich des Wesens dieses Heeres neige ich Adolf Schlatter zu, der sagte, dieses Mal ist es nicht die Natur, auch nicht der Abyssos, der Abgrund, aus dem die Plage kommt, sondern aus der Menschheit selbst entsteht ihre Strafe. Auch was wir heute ja schon erleben auf andere Dimension, nicht in dem feindliche Heere aufeinanderprallen, aber aus der Menschheit selbst. Und wie schon die alten Lateiner sagten, Homo homine lupus est, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Die größte Gefahr für den Menschen sind die anderen, die sich vom Bösen leiten lassen. Das Heer ist riesig. Die Zahl des Reiterheeres war 10.000 mal 10.000, rein rechnerisch 200 Millionen. Ob diese Zahl wörtlich zu nehmen ist, wird man wieder so oder so deuten können. Die Zahl kann symbolisch gemeint sein im Sinne von unvorstellbar viel. Viele Ausleger deuten ob der Größe dieses Heers auf die Chinesen, weil allein China seit langer Zeit ein einzelner Staat eine solch gewaltige Streitmacht auf die Beine stellen könnte, wobei wir allerdings sehen müssen, zunächst liegen jenseits des Euphrat, wenn wir so geografisch anfangen zu denken, die östlichen Teile der Türkei, Syriens und des Iraks. Also China ist da mal erstmal in weiter Ferne. Dann kommen nach den unmittelbaren Anliegern östlich des Euphrat zunächst auch noch mal weitere islamische Staaten wie der Iran, Afghanistan und Pakistan. Dann erst irgendwann kommt China, ganz weit im Osten. Haben wir also doch eher an eine islamische Armee zu denken als an eine chinesische? Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass das überhaupt gar kein Widerspruch sein muss, wenn es in diese Richtung gehen sollte. Im März haben dieses Jahres, 2021, haben China und der Iran ein strategisches Abkommen geschlossen, das 25 Jahre gelten soll. Bis dahin dürfte der Herr wiedergekommen sein, wenn ich mit meinen Einschätzungen richtig liege. Und es gibt die bekannte Vision von Alois Irlmeier, die vielleicht manche kennen, der ein großes Heer von kleinen chinesischen Panzern aus dem Osten kommend weit nach Westen vordringen sieht. Nun müssen wir bei allen Prophetien, die nicht aus dem Wort Gottes stammen, extrem vorsichtig sein. Sie müssen aber nicht notwendigerweise daneben liegen. Ich behalte sowas immer ein bisschen mit im Hinterkopf, ohne mich allzu sehr davon leiten zu lassen oder eigentlich gar nicht. Ich lasse mich leiten vom Wort. Aber man kann es im Hinterkopf behalten und sehen, was denn davon stimmt oder nicht. Und es ist keine Frage, dass die USA unter dem Pseudopräsidenten Biden China im Moment ganz erheblich provozieren. Eine Eskalation, die in einen großen Weltkrieg mit China münden könnte, ist derzeit wohl keineswegs unvorstellbar, liegt manchmal sogar fast eher in der Luft. Allerdings dürfen wir uns von diesem Geplänkel auch nicht beeindrucken lassen. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe dieser Tage gelesen, dass im Aufsichtsrat der elitären Tsinghua-Universität in China
die der chinesische Präsident Xi Jinping zur China, das interessante Namen, gell? Jinping, muss da Imran Lukas, der Lokomotivführer, denken. Die haben da alle auch so geheißen, die Chinesen. Zur chinesisch-amerikanischen Schnittstelle von Big Tech und Big Money hat er gemacht, also der chinesische Präsident und im Aufsichtsrat dieser chinesischen Elite-Universität von ganz, ganz, ganz hoher Bedeutung strategischer sitzen, unter anderem Lloyd C. Blankfein von Goldman Sachs, Elon Musk im Aufsichtsrat dieser chinesischen Elite-Universität, Jack Ma von Alibaba, den vermuten wir da, chinesischer Konkurrent von Amazon, Tim Cook von Apple und Mark Zuckerberg. Ei guck, ei da, wer da alles sitzt. Und wir wissen ja auch von den Verflechtungen von Biden und Sohn mit der chinesischen Regierung. Da gibt es diese Verflechtungen, gibt es en masse. Das zeigt uns aber, allein schon dieser eine einzige Punkt, allein schon dieser Aufsichtsrat und seine Besetzung, dass die Zusammenhänge im Hintergrund unendlich viel komplexer und ganz anders sind, als das, was uns öffentlich gezeigt und zur Schau gestellt wird. Das wahre Leben hinter den Kulissen dürfte komplett anders aussehen als das, was gerade auf der Politbühne als Theater gegeben wird. Ganz anders. Was auf der Politbühne geschieht, ist Irreführung und Verdummung der Massen. Das wahre politische Machtleben dahinter. Komplett anders. Ganz andere Verflechtungen. Und die Hochfinanz, und wir sehen diese einflussreichen Leute, sind alle global miteinander hinten um eine Clique. Ob die immer absolut einheitlich an einem Strang ziehen und wie weit die ihre eigenen Interessen und Konflikte und so weiter miteinander haben, das ist dann wieder alles Spekulation. Aber dass die alle miteinander in einer großen Mischpoke verflochten sind, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Überhaupt keiner. Und das zeigt allein, einzig und allein schon der Blick auf diesen Aufsichtsrat. Also da sind wir nicht bei Verschwörungstheorien, da sind wir bei ganz knallharten und allgemein bekannten Fakten. Wir müssen deshalb auch sehr zurückhaltend sein mit Deutungen und Spekulationen, wenn es zu sehr in den politisch konkreten Bereich hineingeht. Und mehr als spekulieren können wir hier tatsächlich auch nicht. Denn genau genommen sagt die Bibel noch nicht einmal, wo dieses Reiterheer herkommt. Sie nennt zwar den Euphrat, und Ausleger haben deshalb früher gemutmaßt, dass der Euphrat durch Losbinden der Engel austrocknet und so dieses gigantische Heer aus dem Osten kommenden Euphrat überwinden und nach Westen losstürmen kann. Allerdings ist tatsächlich eben nicht gesagt, wo dieses Heer herkommt, noch wohin es losschlägt. Sein Vorstoß hat keine wirklich angegebene geografische Richtung, scheint viel eher gegen die Menschheit ganz allgemein gerichtet zu sein. Ob dieser Vorstoß im Zusammenhang einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung zu sehen ist, in der dann dieses Drittel der Menschen umkommt, oder was sonst der konkrete Rahmen ist, wird nicht gesagt, zumindest nicht hier. Es wäre dann die Frage, ob andere prophetische Texte der Bibel eine Einordnung dieses Geschehens zulassen. Man könnte etwa an Daniel 11, Vers 44 denken, wo vom Antichristen zu lesen ist, aber Gerüchte aus dem Osten und Norden. Da befindet er sich gerade in Ägypten. Da ist der Euphrat im Osten und im Norden. Gerüchte aus dem Osten und Norden werden ihn schrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Könnte im Zusammenhang sein. Hier in der Offenbarung wird vor allem gesagt, dass wir es mit einem riesigen Heer zu tun haben. Es ist kein Dämonenheer, das aus dem Abyssos hervorgekrochen kommt. Es ist ein Reiterheer. Es erscheint in Vers 16 völlig unvermittelt. Im Vers davor ist noch von den vier losgebundenen Engeln die Rede, die bereitstehen, ein Drittel der Menschen zu töten. Dann tauchen absolut aus dem Nichts diese 2.200.000.000 Reiter auf,
Man kann hier wohl tatsächlich an eine gewaltige militärische Invasion denken, im Unterschied zur fünften Posaune, wo es eine dämonische Invasion ist. Schauen wir uns dieses Reiterheer näher an. Auffallend ist, dass dann auch im Weiteren weniger die Reiter als vielmehr die Rosse beschrieben sind. Über die Reiter wird lediglich gesagt, dass sie feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Brustpanzer tragen. Der Panzer als solches zeigt wohl wieder die unerbittliche Härte, mit der dieses Heer über die Menschheit hereinbricht. Feuer und Schwefel, die klassischen Elemente des Gerichtes Gottes, ganz besonders beim feurigen Pfuhl, beim zweiten Tod, da kommt Feuer und Schwefel immer mit vor. Hyazinth, bisschen schwieriger, Schlachter übersetzt mit Violett, dürfte vermutlich richtiger sein. Wir denken traditionell bei Hyazinth an Blau, ich auch, ein Hyazinth-Ara, knallblauer, großer Papagei. Tatsächlich ist der Hyazinth wohl vorwiegend ein dunkelbraun bis schwarz gehendes Rot. Allerdings, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist der Begriff Hyazinth ein bisschen ein Sammelbegriff für Edelsteine verschiedener Art und verschiedener Farben. Die Farbe wird uns vielleicht nicht mal so sehr weiterhelfen als der Hyazinth an sich. Und der kommt in der Bibel sonst nur noch vor, soweit ich gesehen habe, Offenbarung 21, Vers 20, als einer der Grundsteine des neuen himmlischen Jerusalem. Da war ich ehrlich gesagt etwas überrascht, dass die Gerichtselemente Feuer und Schwefel, die wir eher quasi der Hölle zuordnen, so gefühlt, hier mit dem göttlichen Hyazinth in Verbindung gebracht werden. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass in diesem ja auch durch gebundene, gefallene Engel losgelösten höllischen Gericht eben letztlich doch wieder Gott selbst mit am Werk ist. Die Farben können auch symbolisch auf die Plagen hinweisen, mit denen das Reiterheer ein Drittel der Menschheit tötet, denn aus sie spucken Feuer, Rauch und Schwefel. Die Pferde sind keine echten Pferde, die jetzt hauptsächlich beschrieben werden, die Rosse, sie haben Köpfe wie Löwenköpfe und drachenähnlich spucken sie Feuer, Rauch und Schwefel und tun damit den entscheidenden Schaden. Von diesen Plagen wird gesagt, Vers 18, wurde der dritte Teil der Menschen getötet von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Wird mehrfach betont, ist da an biochemische Waffen zu denken? Fragezeichen. Denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul, wird dreimal in den Versen 17 bis 19 betont. Die eigentliche Gefahr dieser Rosse geht von ihren Mäulern aus. Diesmal gerade umgekehrt wie letztes Mal bei den Skorpionen. Die haben zwar vorne ihre gefährlich wirkenden Scheren, stechen aber dann heimtückisch von hinten mit dem tödlichen Giftstachel zu. Bei den Rossen hier ist es umgekehrt. Da geht die eigentliche Gefahr von dem Maul aus, dem Drachenartigen und Löwenartigen. Die haben aber auch Schwänze. Und in ihren Schwänzen liegt auch Macht und Gefahr, denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Wobei dieser Schaden nicht mehr näher beschrieben wird. Möglicherweise besteht ein Unterschied darin, dass denn aus den Köpfen und Mäulern die eigentliche tödliche Gefahr hervorgeht, während durch die Schwänze weiterer, aber nicht tödlicher Schaden angerichtet wird. Konkrete Deutungen halte ich im Blick auf dieses Reiterheer für schwierig. Vielleicht ist es insgesamt recht allgemein zu verstehen. Man redet ja von der Kavallerie sehr häufig und heute in der Regel im übertragenen Sinn. Die Kavallerie, die einst die stärkste Einheit des Militärs war, wird dann symbolisch verwendet für die stärkste Einheit, die aktuell zum Einsatz kommt. Es mag an Kriegsmaschinen zu denken sein, manche Ausleger vermuten, dass hier ein breites Arsenal an ABC-Waffen zum Einsatz kommt. Auch atomare Waffen sind ja heute längst kein Tabu mehr, es gibt längst strategische atomare Waffen, die sehr begrenzt und auch mit einem zeitlich begrenzten radioaktiven Schaden einsetzbar sind.
machen es natürlich viel leichter, diese Waffen auch einzusetzen. Denke auch möglicherweise Cyborgs. Die Chinesen sollen angeblich schon relativ weit sein, auch in Mutanten, Elite-Supersoldaten, die sie praktisch gentechnisch manipuliert haben. Und wir wissen, was Elon Musk und andere da bereits überlegen und was er bereits auch läuft, um die Sinnesfähigkeiten der Menschen zu verbessern, denen alle möglichen Arten von Chips zu implantieren etc. So möglicherweise sind derartige Einheiten mit gemeint. Da dürfte sich in den biblischen Berichten, denke nochmal zurück an die wilden Tiere. Wer weiß, ob da natürliche Wölfe, Luchse und Bären gemeint sind oder nicht irgendwelche Kreaturen, die aus irgendwelchen Labors entsprungen sind. Oder wenn wir letztes Mal an die Dämonenheere denken, dort wohl eher, heute nicht bei diesem Text, die uns dann vielleicht als Aliens verkauft werden. Denn es ist ja überraschend, wie in den letzten Jahren sowohl von Amerika, Politikern, CIA, wie auch von Würdenträgern der katholischen Kirche wir systematisch eigentlich auf das Erscheinen von Aliens vorbereitet werden. Ganz interessant, also irgendwas steckt da im Busch, irgendwas verkaufen sie uns dann eines Tages als Aliens. Dass es die wirklich gibt, davon gehe ich nicht aus. Ich deute aber diese ganzen Auslegungsmöglichkeiten nur an und gehe davon aus, erst wenn es geschieht, wird die Menschheit ungefähr erahnen, mit was sie es dann in etwa zu tun hat. Gewiss allerdings ist eins, ein Drittel der Menschheit fällt diesem Gericht zum Opfer. Das Drittel muss nicht notwendigerweise streng mathematisch verstanden sein. Es kann auch wieder allgemein für einen erschreckend großen, aber zugleich wieder göttlich begrenzten Teil stehen. Aber es wird schon ein Massensterben stattfinden. Noch dramatischer als die Zahl der Toten, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist die nächste Feststellung, Vers 20. Und der übrigen der Menschen, die durch die Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße. Zweimal wird das betont in den Versen 20 und 21. Wir haben vor der Predigt das Lied gesungen, auf, denn die Nacht wird kommen. Hier ist die Nacht gekommen, da niemand wirken kann. Wir haben das ja immer mit im Blick. Und wenn wir an die Vorentrückung denken, dann wäre das auch, wie gesagt, naheliegend, wenn die in göttlicher Vollmacht wirkende Gemeinde nicht mehr da ist und mit ihr gegebenenfalls auch der Heilige Geist, dann ist zu erwarten, dass geistlich keine Bekehrungen mehr stattfinden und de facto lesen wir hier nichts, dass sich auch nur noch ein einziger bekehrt, wenn wir ganz schlicht bei dem bleiben, was geschrieben steht. Und dann wird aufgezählt, von welchen gottlosen Gräueltaten sie nicht umkehren. Ganz vorn steht Götzendienst. Wir denken wieder an Lesung Jesaja 2. Sie taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände. Schon allein in dieser Formulierung offenbart sich ihre Gottlosigkeit. Sie leben in den Werken ihrer Hände. Das heißt, sie tun nicht das Werk Gottes. Sie leben nicht in seinen Werken, sondern in den Werken ihrer Hände und die beten sie an. Sie hören also nicht auf, da sie nicht mehr die Dämonen und Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Dem Götzendienst ist ein ganz detaillierter Vers gewidmet. Ich weiß noch früher, als ich diese Stelle in meiner Jugend als junger Erwachsener gelesen habe, konnte ich mir das immer gar nicht vorstellen. Weil Götzen, so Statuen aus Gold oder Holz oder was auch immer, die kannte ich eigentlich früher nur aus Afrika und Asien und vielleicht noch von den indianischen Ureinwohnern in Amerika. Aber in Deutschland, im aufgeklärten Mitteleuropa, wer betet da noch Götzen an? Aber wir sehen, wie sich die Zeit in den letzten 20, 30 Jahren auch durch das Hereinbrechen des Buddhismus und Neuheidentums und so weiter, was stehen da heute überall für Buddha und sonstige buddhistisch-hinduistische Figuren rum, in aufgeklärten Büroräumen und was weiß ich wo überall und Chefetagen.
Götzendienst, ganz banaler, ganz platter Götzendienst. Wir können diesen Vers einfach eins zu eins heute übertragen. Brauchen wir gar nicht übertragen, anwenden, ganz wörtlich. Da stehen sie überall rum. Und das Schlimmste an ihnen ist, zwar sind die Figuren, die sie mit ihren Händen gemacht haben, beim Esoterikversand gekauft oder aus Indien mitgebracht, die sind tot. Die können nicht sehen und hören, aber hinter ihnen stehen ganz reale, lebendige, dämonische Mächte. Die sind sehr aktiv und stürzen die Menschen, die ihnen huldigen, ins Verderben. Zur Götzendienst. Und dann folgen in Vers 21 weitere Gräueltaten, von denen sie trotz der vorausgegangenen Gerichte nicht Buße tun. Und wir müssen uns bei dieser Feststellung, sie tun nicht Buße, immer vor Augen halten. Wir sind schon bei der sechsten von sieben Posaunen. Wir sind schon bei der zweiten von drei endzeitlichen Wehen. Da ist gleich Feierabend, da ist gleich rum. Und sie tun nicht Buße. Der allmächtige Gott hat mit seinen vorausgehenden Gerichten die Erde und die auf ihr lebende Menschheit schon mächtig gerüttelt, so wie die Menschen im südlichen La Palma mit den Erdbeben und Vulkanausbrüchen, um sie aufzuwecken aus ihrem Schlaf der Gottlosigkeit. Aber das erschütternde Ergebnis lautet, und sie taten nicht Buße. Und jetzt kommen die weiteren gottlosen Taten von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Die Mordtaten. Wir denken an den Gräuel der Abtreibung, den millionenfachen Mord am ungeborenen Leben. Und wenn die neue Regierung sich zusammensetzt aus den Roten und Grünen und den Gelben, alles drei Parteien, die seit jeher dafür stehen, für den Mord am ungeborenen Leben. Da wird es nicht besser. Aber wir denken darüber hinaus an die Mordereignisse der letzten Jahre, die angezettelten Kriege gegen den Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, um nur einige zu nennen. Oder die Folgen davon, die losgetretenen Migrationswellen und die Opfer, die allein auf dem Weg durch die Sahara oder auch aus fernen Asien hierher auf der Strecke bleiben. Den Mächtigen im Hintergrund von Satan getrieben, geht's doch nicht um das Wohl dieser Massen. Wir sehen ja gerade im Moment, wie sie ihre Fratzen wieder mal wechseln. Als Frau Merkel und Co. vor Jahren Millionen illegal eingeschleust haben, da haben sie es uns verkauft als eine Großtat der Menschenfreundlichkeit. Jetzt, als sie es dem Lukaschenko mit ein paar Tausend vorwerfen, da ist es auf einmal eine hochkriminelle, menschenverachtende Schleuserei, eine Kriegswaffe gegen Deutschland. Die paar Tausend, die einen doch so dramatisch und traurig es für jeden Einzelnen dieser Missbrauchten ist, da an der polnisch-ukrainischen Grenze, weißrussischen, belarussischen Grenze, so dramatisch für jeden Einzelnen, aber es sind ein paar Tausend. Merkel und Co. haben Millionen ins Verderben gestürzt und geführt. Millionen. Halten wir uns doch die Relation und die Verlogenheit vor Augen. Wie bizarr, wie bizarr. Dass diese Mächte, die damals gesagt haben, man kann Grenzen nicht schützen. Jetzt gucken wir nach Polen, was passiert. Und wie sie jetzt geifern über das, was sie uns einst als humanistische Wohltat verkauft haben. Diese Lugenbeutel, man kann es nicht anders sagen. Wie viele Menschen sind auf diesen Migrationsrouten umgekommen? Wie viele Frauen wurden auf diesem Weg vergewaltigt? Und so weiter und so fort. Und wie viele landen in Europa angekommen in der Prostitution, in kriminellen Banden oder in islamischen Terrorzellen? Mordtaten, an denen sie auf alle erdenkliche Weise festhalten. Und dann bekommt der Begriff Mordtaten natürlich nochmal eine ganz neue und aktuelle Dimension, wenn wir an den Corona-Weltkrieg der Regierungen gegen die ihnen anvertrauten Menschen denken. Einschließlich des Impfkriegs.
der allein in den 27 Mitgliedstaaten der EU, liebe Geschwister, ganz offiziell, das sind die geschönten, aber hochoffiziellen Daten der EU, allein in den 27 Mitgliedstaaten der EU hat dieser Impfkrieg 28.000 Todesopfer gefordert. Das sind die ganz offiziellen Zahlen, über 28.000 Impftote in den 27 Staaten der EU. Und darüber hinaus 200 Millionen Impfverletzungen an über 1 Million Impfgeschädigten und die Hälfte davon schwerwiegend. Alles ganz hochoffizielle Zahlen. Nicht irgendwo bei, was weiß ich, Journalistenwatch oder wo auch immer runtergeladen, sondern ganz offiziell auf den offiziellen EU-Seiten und so weiter. Ganz offiziell. Zigtausendfacher. Ja, in meinen Augen ist das schon Mord. Früher, und man muss ja sagen, diese 28.000 durften kaum die Spitze des Eisbergs sein. Früher gab es Streit, musste ich bei der Vorbereitung denken, und Prozesse um Aufklebersoldaten sind Mörder. Manche erinnert sich vielleicht noch dran. Müssten möglicherweise längst Aufkleber gedruckt werden, Ärzte sind Mörder, zumindest Impfärzte. Es ist ja absolut unglaublich, wie derzeit der Zwang zur Spritze weiter erhöht wird. Zu einer Zeit, in der immer deutlicher wird, dass diese Spritze nicht nur immense Nebenwirkungen hat. Und ich rufe auch all diejenigen auf, die selber gespritzt sind und zu Hause auch andere kennen. Lasst euch doch nichts vormachen. Nehmt aufmerksam wahr, was mit denen passiert. Nehmt es aufmerksam und ehrlich wahr. Außerdem wurde bei den Studien, wie ja mittlerweile rausgekommen ist, massiv gefälscht. Nicht nur immense Nebenwirkungen, sie bringt auch nichts. Schlimmer noch, sie macht es noch schlimmer. Mittlerweile haben wir wieder ganz offizielle Zahlen, letzte Woche an einem Tag über 50.000 Neuinfektionen. Gestern waren es wohl noch 33.000, mehr als jemals zuvor in dieser ganzen sogenannten Pandemie. Und allein diese eine einzige Zahl muss doch jedem einzelnen denkenden Menschen zeigen, was die Spritze taugt. Das sind doch offizielle Zahlen. Man muss doch nur für einen einzigen Cent anfangen zu denken. Und da denke ich an den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Und frage mich, was haben Sie diesem armen Mann ins Glas getan? Der hat doch die letzten 2 Jahre manchmal noch halbwegs vernünftig gewirkt. Und jetzt dreht der Arme voll am Panikrad. Haben Sie Druck auf ihn ausgeübt oder was ist mit diesem Männlein passiert? Ertönt, dass jetzt die vierte Welle mehr Todesopfer verlangen wird als alles, was wir bisher gesehen haben. Da muss sich doch jeder denkende Mensch fragen, wie kann das sein, wenn doch mehr als 2/3 voll immunisiert und völlig geschützt sind? Man kriegt ja manchmal einen Knoten ins Hirn, wenn man so die ganzen offiziellen Verlautbarungen über den Schutz der Spritze und so weiter alles nachvollziehen soll. Da wird ja in ein und derselben Nachrichtungssendung uns die Spritze wärmstens empfohlen, weil sie uns erst selber schützt und zweitens natürlich auch unsere Mitmenschen und wir alle deshalb sozial verpflichtet sind, uns unbedingt spritzen zu lassen und dass jetzt endlich auch die Solidarität mit der Tyrannei der Ungespritzten zu Ende sein muss. Und in der gleichen Nachrichtensendung wird natürlich gesagt, dass die Gespritzten trotzdem vorsichtig sein müssen, weil sie selbstverständlich noch ansteckend sind. Liebe Geschwister, da fragt man sich doch irgendwo, was geht da in irgendwelchen Schaltkreisen falsch? Nein, da geht nichts falsch, sondern sie lügen so dreist und unverschämt. Die sind so unverschämt, dass sie in ein und derselben Nachrichtensendung innerhalb von 1 bis 2 Minuten das exakte Gegenteil von dem behaupten, was sie gerade vorher gesagt haben. So unverschämt, so dreist. Mordtaten. Und dann kommt immerhin noch dabei raus, ja, aber die Spritze, gut, okay, man bleibt dann infektiös und so weiter, man kann auch selber erkranken, aber man wird nicht schwer krank und man stirbt nicht. Ja, aber lieber Herr Kretschmer, warum denn diese Panik? Wenn doch mehr als 2/3 gar nicht mehr schwer erkranken und nicht mehr sterben können, wenn sie zwar vielleicht noch
infiziert werden und infektiös sein können, aber nicht mehr schwer erkranken, von geschweige denn sterben, wer will denn da noch sterben, außer den paar restlichen, uneinsichtigen, ungespritzten? Und dann, wenn die unbedingt sterben wollen, dann lass die doch sterben. Ja? Die Lügen und Mordgebäude sind so offensichtlich. Ja, ich weiß, juristisch ist ein heikles Gebiet, wenn man bei Abtreibung oder bei dieser Spritzerei von Mord spricht, aber liebe Geschwister, ist da nicht auch das Merkmal der Heimtücke? Also ich denke, ich bin ja kein Jurist. Also zumindest von fahrlässiger bis grob fahrlässiger Tötung würde ich sagen, dieser Tatbestand ist bei der Spritze erfüllt. Meine Einschätzung. Man kennt die Nebenwirkungen, man kennt die Studien, die sind entsprechend klar und deutlich. Und dann dachte ich heute Morgen nochmal an den Vergleich mit den Autorasern. Das hat man mittlerweile, glaube ich, auch zum Mord erhoben, wenn welche rasen. Obwohl ja die definitiv nicht rasen, um umzubringen. Also das Töten ist auch nicht das Ziel ihrer Handlung, sondern die haben Spaß an der Geschwindigkeit oder am Rennen, machen das halt nun gerade in der belebten Zone und nehmen Todesopfer in Kauf. Ob ihnen das bewusst ist, sei dahingestellt. Aber nehmen die Ärzte, die heute die Corona-Spritze verpassen, nehmen die nicht auch massive Nebenwirkungen bis hin zum Tod in Kauf? Können die so verblendet sein, können die so ignorant sein, dass sie das nicht tun und nicht wissen? Und dann ist das Mordmerkmal der Heimtücke. Ist das da nicht gegeben? Frage. Wenn doch zum Arzt Patienten kommen, Menschen, die sich ihm anvertrauen, seinem Fachwissen, seiner Fürsorge für ihr Wohl und ihre Gesundheit und bekommen dann eine Spritze verpasst, die ihre Gesundheit möglicherweise lebenslang schädigt und sie vielleicht sogar um die Ecke bringt, ist da nicht das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt? Mögen sich die Juristen drüber den Kopf zerbrechen. Ich sage nicht übrigens in diesen Tagen, dass nicht Menschen erkranken. Sind, so wie wir hören, im Moment viele krank. Es kann ja auch gar nicht anders sein, denn unser Immunsystem ist nach 20 Monaten sozialer Distanzierung nahezu auf dem Nullpunkt. 20 Monate kaum Kontakt mit den Keimen anderer Menschen, Desinfektion, Maske und so weiter und kein Kontakt mehr auch mit den Erkältungswellen, die wir sonst normalerweise ja jedes Frühjahr und jeden Herbst haben. So, unser Immunsystem, da müssen wir dran denken, das ist ungefähr auf dem Niveau der Muskulatur eines Sportlers, der 20 Monate lang im Bett gelegen hat und vielleicht mal maximal auf die Toilette und dann den Esstisch durfte kurz und dann wieder ins Bett. Könnt ihr euch vorstellen, wie dessen Muskulatur nach 20 Monaten aussieht? So sieht unser Immunsystem aufgrund der staatlich verordneten Corona-Terror-Maßnahmen aus. Und jetzt lässt man diese Menschen mit diesem Immunsystem Karneval. 11.11., da waren die Zahlen schon bei über 50.000. Robert-Koch-Institut hat meines Wissens am 9. oder 10. 50.000 vermeldet. Und dann lässt man an Karneval diese Massen völlig ungeniert aufeinander los. Wer so handelt, liebe Geschwister, der will Masseninfektionen. Der will Masseninfektionen. Anders kann man so nicht handeln. Aber die Menschen tun nicht Buße von ihren Mordtaten. Dazu gehört auch der nächste Begriff, der in der Regel mit Zaubereien übersetzt wird. Wörtlich steht hier Pharmakeion, die Pharmazien. Da der Beruf des Heilers früher Hand in Hand ging mit dem Zauberer und Schamanen, wir denken an die Medizinmänner der Indianer und der Naturvölker, kann der Begriff beide Bedeutungen haben. Reicht vom Heilmittel übers Zaubermittel bis zum Gift, wobei der Spezialbegriff für Gift eher Hios im Griechischen ist. Hinter dem Begriff Pharmakeion steckt der Begriff Pharma, der heißt eigentlich Zauber, Blendwerk. Und wir sehen die ganze Vielschichtigkeit dieses Begriffs. Ich bin definitiv kein grundsätzlicher Gegner von verantwortungsbewusst verwendeter pharmazeutischer Produkte. Da sind sicher auch manch wertvollen Heilmittel dabei und in bestimmten Situationen, vor allem zeitlich begrenzt, mag man die nehmen. Aber es ist eben auch viel Blendwerk dabei, das nur oberflächlich Symptome bekämpft. Und vieles richtet
mörderischen Schaden an. Und wenn dann noch Philanthropen wie Billy the Killy sich der Pharmazie bemächtigen, liebe Geschwister, dann wird's ganz gefährlich. Und er ist ja einer der großen Spieler mittlerweile im Pharmaziegeschäft und der WHO. Schon vor Jahren übrigens, meines Wissens die Zeit und so weiter, ganz offizielle Zeitungen haben schon darauf hingewiesen, dass die WHO eigentlich mittlerweile weitgehend unter der Leitung von Bill Gates steht. Längst keine unabhängige Organisation. Niemand wird bestreiten können, dass der hier verwendete Begriff Pharmakeion in unseren Tagen enorme Aktualität und Anschaulichkeit gewonnen hat, in einer Weise, wie sich das vor wenigen Jahren noch niemand vorstellen konnte. Wer hätte hinter diesem Begriff Pharmakeion das vermutet, was wir jetzt erleben? Und bei den heutigen Möglichkeiten der Gentechnologie gehen dann natürlich Pharmazie und Zauberei mehr und mehr ineinander über. Denken wir an Stichworte wie Transhumanismus. Dann in die Bibel noch die Unzucht. Dazu muss man heute nicht viel sagen. Alles, was auf diesem Gebiet Gott ein Gräuel ist, wird nicht nur in den Medien ungeniert zur Schau gestellt, von Politik und Kirchen beworben und hat bis weit in fromme Gemeinden hinein Eingang gefunden. Einzelheiten erspare ich mir. Wir haben weithin eine moralisch verkommene Welt. Und die sogenannten Kirchen gehören zu den Vortürmern. Und die freien Gemeinden wollen natürlich nicht hintanstehen und nicht als vorgestrig gelten. Also machen alle eifrig mit, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Zum Schluss kommen noch die Diebstähle. Da wird es nochmal ganz hoch aktuell, liebe Geschwister. Ich weiß gar nicht, ob uns allen klar ist, was da auf uns zurollt unter dem Stichwort Diebstahl. Der harmlose oder Normalverbraucher denkt dann vielleicht an den Kassenbetrug, wenn er vom Wechselgeld etwas nicht zurückgibt, was er zu viel bekommen hat oder vielleicht absichtlich zu viel abkassiert wurde oder ähnliches. Nein, die Diebstähle nehmen in unseren Tagen ganz neue Dimensionen an und haben das schon getan, denken wir nur allein an die Einführung des Teuro. Es war vermutlich einer der größten Raubzüge in der Menschheitsgeschichte. Das Vermögen der Menschen in Europa, vor allem der Deutschen, wurde im Grunde genommen in einem Hepp drastisch reduziert. Und von Klaus Schwab und Co. wird ganz offen angekündigt, dass sie uns all unseres Eigentums berauben wollen. Das sagen die ganz offen, das kann man ganz offen lesen und hören. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein, ist wohl ein Lieblingsslogan des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Der Corona-Terror leistet da einen immensen Beitrag. Was für ein gigantischer finanzieller Schaden, der ja auch nichts anderes als de facto Teilenteignung, Diebstahl ist, wurde für viele angerichtet, denn er wurde völlig unnötig angerichtet. Und wie ist gleichzeitig der Reichtum der Superreichen gestiegen? Denn wie ein Anlageberater ja schon mal gesagt hat, einem Kunden, dessen Anlage sich in Luft aufgelöst hat, keine Sorge, Ihr Geld ist nicht weg. Gehört jetzt nur am anderen. Unser Geld ist nicht weg, macht euch keine Sorgen, das ist immer noch da. Es gehört jetzt halt Bill Gates und Co. Ja? Und es geht munter weiter. An all den Tests und Masken und Spritzen verdient ja jemand. Das sind die Gewinner und andere bezahlen dafür. Das sind wir, die breite Masse der Menschen. Und das ist erst der Anfang. Die Lawine der Diebstähle, der Vermögensabgabe, der Steuererhöhungen, der Preiserhöhungen, Steigerungen bis hin zur Hyperinflation kommen ja erst noch, stehen vermutlich nahe vor der Tür. Alles Variationen von Diebstahl. Wenn ihr in der Offenbarung lest, denkt drüber nach. Diebstähle, Minuszins, was ist das anderes als Diebstahl? Die maskierten Räuber mit der Pistole in der Hand, liebe Geschwister, das waren die Stümper von vorgestern. Die wahren Kriminellen von heute, die buchen einfach von deinem Konto ab. Oder erhöhen die Steuer oder die Inflation oder was auch immer. Und du kannst dich noch viel weniger gegen sie wehren als gegen den Räuber mit der Pistole in der Hand. Das ist das Gemeine dran. Aber liebe Geschwister, so sehr uns das auch ärgern mag
und uns diese ganze Ungerechtigkeit, diese Lügen und Betrügereien vielleicht auf die Palme bringen, steigen wir wieder runter und schauen wir auf den einen, der all diese Dinge in seiner Hand hat. Hören wir auf die eine Stimme, die hier wirklich das Sagen hat, die vom Räucheraltar am Thron Gottes erklingt. Ja, wir müssen noch durch eine schwere Zeit. Und das Schwerste kommt noch für die, die auf der Erde bleiben müssen bis dahin. Vor allem aber kommt der und das Schönste, der Herr, wie wir es im Eingangslied gesungen haben, schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Er ist der Schönste. Auf ihn lasst uns schauen. Auch jetzt in der Feier des heiligen Abendmahls, das wir nachher gleich miteinander feiern, und uns auch überlegen, wenn der Herr an seinen Tisch einlädt, auch für alle zu Hause, wenn der Herr jetzt wiederkäme, wirst du dabei sein am Tag seiner Wiederkunft bei der Entrückung, bei denen, für die ein Platz reserviert ist, beim himmlischen Hochzeitsfest. Das ist die allein entscheidende Frage. Wo stehe ich? Bin ich dabei? Bei ihm. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, in dem du uns immer wieder überraschend deutlich sagst, was geschieht und was geschehen wird. Dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir uns darauf einstellen, dass wir innerlich gewappnet sind. Dass wir uns auch vom Toben dieser Mächte nicht erschrecken lassen müssen, weil du uns immer und immer wieder in jedem Kapitel wie viele Male vor Augen stellst. Es geht alles durch deine Hand und letztlich kommt alles von deinem Thron. Und es ist alles durch deine Stimme, durch diese eine Stimme vom Räucheraltar in Gang gesetzt, erlaubt, aber eben auch begrenzt. Und darum wollen wir dich bitten, dass doch jeder, der auch heute dabei ist, von fern und nah sich das überlegt und für sich persönliche Gewissheit hat, wo werde ich sein? Am Tag der Wiederkunft des Herrn, am Tag der Entrückung, gehöre ich zu denen, die teilhaben an der ersten Auferstehung, die dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken des Himmels, oder gehöre ich zu denen, die zurückbleiben, weil sie den Tag, wo noch Zeit war zur Umkehr, nicht genutzt haben? Schenke, dass möglichst jeder bei denen ist, die mitentrückt werden. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und wir singen.